Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Blue Byte Backstage. Heute gibt es einen ganz besonderen Grund zuzuschauen. Wir feiern 20 Jahre Die Siedler und ich würde vorschlagen, wir gucken uns doch erstmal an, was so die letzten 20 Jahre passiert ist. Juni 1993 war der Startschuss für die nicht nur in Deutschland überaus beliebte Die Siedler-Reihe. Der erste Teil des Aufbaustrategiespiels traf damals absolut den Nerv der Zeit und erschien für den Amiga und etwas später auch für den PC. Der Aufbau einer Siedlung mit echten Warenwegen war damals etwas völlig Neues, wurde also ein gewisser Rohstoff irgendwo benötigt, musste dieser erst über gewisse Warenwege dorthin gelangen und das musste entsprechend vom Spieler gemanagt werden. Das Spiel wurde zu einem Riesenerfolg für Blue Byte. 3 Jahre später, also 1996, erschien der zweite Teil von Die Siedler. Grafisch war der zweite Teil deutlich hübscher, aber es kamen auch einige spannende neue Features dazu. Neben den neuen Berufen und den neuen Gebäuden kam auch die Kartenaufklärung hinzu. Zusätzlich bot das Spiel 4 verschiedene Völker, die man sich aussuchen konnte. Für Benedikt Grindel, der seit mehr als 12 Jahren bei Blue Byte arbeitet, war das damals der Einstieg in die Siedlerreihe. Wie hat sich das damals angefühlt und welchen Eindruck hat das Spiel auf ihn hinterlassen? Wir haben nachgefragt. Ich weiß gar nicht, ob sich das so viel anders angefühlt hat damals wie heute. Ich meine, so in der Vergangenheit, dann ist ja sogar die Grafik von damals wirkte dann für mich jetzt irgendwie, würde ich jetzt nicht sagen, dass sie irgendwie schlecht war. Ganz im Gegenteil. Ich war vor allen Dingen fasziniert davon, wie detailgenau man doch da diese Siedlung aufbauen konnte und wie schön das alles animiert war. Und trotzdem würde ich sagen, so vom reinen Spielgefühl her, so viel anders als ein Spiel heute, abgesehen davon, dass ich natürlich heute drumherum viel mehr habe. Ja, also ich habe dann irgendwie die tollen Kamerasequenzen und so, die fehlten damals. Aber das Spielgefühl selber, das war gar nicht so viel anders. Natürlich haben wir noch wesentlich mehr zur Geschichte von Die Siedler für euch vorbereitet und auch noch mehr Zeitzeugen von damals interviewt. Doch dazu mehr in einer Sonderausgabe von Blue Byte Backstage, die schon bald folgen wird. Also stay tuned. 20 Jahre Die Siedler, das hat natürlich auch seine Bedeutung für Die Siedler Online. Bibi Mara möchte euch unseren neuen Event vorstellen. Wie einige von euch wissen werden, feiert die Siedlermarke dieses Jahr ihren 20. Geburtstag. Grund genug für uns, darum ein schönes neues Event zu machen. Aus der Community erreichte uns der Wunsch, wieder ein Event zu machen im Sinne des End-of-the-World-Events, wo das Ziel darin bestand, dass die Server gegeneinander angetreten sind und der Beste am Ende gekürt wurde. Euer Wunsch ist uns Befehl und deswegen wird dieses Event wieder ein Server-Wettrennen. Allerdings wird dieses Jahr einiges anders sein. So wird das Ziel nicht sein, Abenteuer zu spielen, sondern eine Ressource zu sammeln. Da natürlich das Thema Geburtstag ist, was sollte es anders sein als Ballons, die gesammelt werden müssen? Diese könnt ihr in eurem Lager unter dem Ereignis-Tab finden. Allerdings reicht es nicht, diese Ballons einfach nur zu haben. Ihr müsst sie auch eurem Server spenden. Mit Linksklick könnt ihr auf Abgeben eure Ballons in der Menge einstellen, auf Abgeben klicken und sie werden dem Serverlager gutgeschrieben. Wie euer Server sich schlägt, könnt ihr dieses Jahr direkt im Spiel überprüfen. Dazu geht ihr unter dem Avatar auf Eventfenster. Hier werdet ihr zukünftig alle aktuellen Informationen zu jedem laufenden Event finden, inklusive dem Knopf, der euch die Rangliste anzeigen wird. Neben den tollen inhaltlichen Erweiterungen wird es auch systematisch etwas anders ablaufen als beim Ende der Welt. So werden wir eine Qualifikationsphase haben die ersten Tage und alle ökonomisch schwächeren Server zu einem Serverpool zusammenfassen, sodass wirklich jeder Server die Möglichkeit hat, dieses Wettrennen zu gewinnen. Da wir einige neue Funktionen dieses Mal eingeführt haben, wird eine kurze Questkette euch die wichtigsten Dinge erklären. Denn die Ballons könnt ihr nicht einfach nur durch Abenteuer oder Quests gewinnen, sondern durch so ziemlich alles, was ihr im Spiel tun könnt. Sei es Gebäude bauen, handeln oder euren Entdecker losschicken. Während ihr ganz normal eure Entdeckerballons in eurer E-Mail findet und die Questbelohnungen in eurem Questfenster, werden passive Dinge wie zum Beispiel das Handeln als solches oder das Gebäude ausbauen oder Gebäude fördern regelmäßig in einer Mail zusammengefasst werden, die ihr in eurem Eingang findet. Also nicht vergessen, regelmäßig euren Maileingang zu überprüfen und die Ballons anzunehmen. Das ist aber nicht alles. Natürlich haben wir auch einige neue Inhalte für diesen Geburtstag für euch zusammengestellt. So wird es jeden Tag eine Daily Quest geben, die euch ein spezielles Abenteuer gibt. Als Ziel habt ihr also, dieses Abenteuer zu spielen. Grundsätzlich sind diese Abenteuer den Osterabenteuern sehr ähnlich. Ihr müsst auf die Insel gehen und dort gewisse Dinge einsammeln. Allerdings, da dieses Zeichen Geburtstag ist, sieht
diese Insel komplett aus wie eine Siedler 2-Insel. Ziel ist es, die Dinge zu finden, die optisch nicht dazu passen. Wir haben hier also einige Siedler-Online-Grafiken versteckt, die ihr finden müsst und anklicken müsst. Auf jeder Insel befinden sich 5 Dinge, die ihr anklicken könnt. Habt ihr die alle gefunden, ist es abgeschlossen und ihr bekommt am nächsten Tag eine neue. Für diejenigen unter euch, die sich lieber militärisch austoben, haben wir auch eine zweite Questkette, die ab Level 26 startet. Hier bekommt ihr 2 militärische Abenteuer, die etwas anders sind als alle Abenteuer, die ihr bisher hattet. Denn auf dieser Insel befinden sich seltsam aussehende Gebäude. Die Bewohner erzählen euch, dass irgendeine seltsame Magie oder irgendwas auf der Insel sie verändert hat. Eure Aufgabe ist es, also den Ursprung rauszufinden und zu beseitigen. Mehr erzähle ich euch an dieser Stelle nicht, denn ich möchte euch ja nicht den ganzen Spaß nehmen. Für diejenigen unter euch, denen das noch nicht reicht und die weitere Ballons für ihren Server sammeln wollen, gibt es in eurem Proviantlager auch noch die Möglichkeit, alle bestehenden Ressourcen, die ihr habt, außer Münzen und Gildenmünzen, in Ballons zu konvertieren. Egal welche Ressource, alle können in Ballons konvertiert werden und eurem Server gegeben werden für den Sieg. Natürlich erwarten euch tolle Belohnungen für das Erreichen bestimmter Ziele, für den schnellsten Server und für denjenigen, der am meisten Ballons gesammelt hat. Jeder Server, der die 100%-Marke erreicht, bekommt unser tolles Siedler 2 Hauptquartier. Außerdem werdet ihr die tollen Skins, die ihr auf der Abenteuerzone gesehen habt, für eure Insel erlangen können. Sie verwandeln einige eurer Gebäude für eine bestimmte Zeit in den Retro-Look. Aber keine Angst, ihr könnt sie natürlich auch weiterhin mit Förderungen buffen. Neben den Skins und dem Hauptquartier könnt ihr natürlich auch noch Gems gewinnen und weitere tolle Dinge. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen neugierig gemacht. Ich jedenfalls freue mich sehr auf das Event und wünsche euch allen viel Glück. Möge der beste Server gewinnen. Das war's für Blue Byte Backstage heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr bleibt uns noch weitere lange Jahre treu.